Jamil bat mich fortzugehen. Er fürchtete für mich. Ich ging nach Jerusalem und wartete auf den alljährlichen Besuch Bernsteins. Ich wurde seine Geliebte, um mehr zu erfahren, um die Mauer seiner armseligen Eitelkeit einzureißen und seine wahren Gedanken zu hören. Ich erwähnte das Problem der Folter. Er behauptete, sie sei notwendig bei einem Kampf auf Leben und Tod. Ich fragte ihn, ob wir, die Opfer des Narzissmus, die Gräuel unserer Henker wiederholen dürften. Seine Antwort war, die Schwäche Israels sei nicht mit der Stärke Deutschlands vergleichbar. Er ließ mir keine Zeit für das Argument, dass die Schwäche der Palästinenser auch nicht mit der Stärke der Israelis zu vergleichen sei. Er war zu sehr damit beschäftigt, mir die enormen Kosten vorzurechnen, die man aufwenden musste, um diese Anschuldigungen zu verhindern. Aber ich lüge, Felix. Ich schlief mit Bernstein. Aber ich lüge, Felix. Ich schlief mit Bernstein, um den Kreis meiner eigenen Sühne zu schließen, um mit meinem eigenen Körper die verdrehte Logik unserer Rache gegen die Nazis zu büßen.